Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Und ja, weiter geht's. Oh, warte mal. Ja, okay, Orange will dahin. Ja, geht du dahin. Ja, eigentlich wollte ich mal heute mal wieder jemand anders spielen. Mein Plan war es mal wieder Enders oder sowas zu spielen. Aber Energieextraktor ist ein bisschen kacke, weil wir bei uns im Team einen Level 12er haben. Oder? War der Level 12? Okay, Level 16. Warum auch immer ein Level 16er in ein Dia 4 Spiel eingerankt wird. Oh, Dia 3 bin ich gerade. Nee, bin ich gar nicht mehr. Ich habe gerade 100% verloren. Stimmt ja. Bevor jetzt die Frage kommt, wieso ich 100% verloren habe. Ich bin gerade rausgegangen, weil ich gerade am Anfang hatte ich nämlich ein Level 1er im Team und da habe ich mir gedacht, nee, da gehe ich raus und das haben die immer noch nie gepatcht. Man verliert einfach 100%, sobald man rausgeht. Auch wenn man sozusagen noch nie im Spiel ist, aber in der Champion Select verliert man einfach 100%. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. So. Kriegsrat errichtet. Okay, Kriegsrat ist errichtet. Dann werden wir mal den Quan schon mal hier hinschicken. Die hier hinschicken. Schweigt, Dummköpfe. Dip. Die Leute halt immer vergessen. Ach, fuck, hier war. Ah, hier sind Ressourcen, ich bin so dumm. Ich weiß gar nicht, habe ich das letzte Spiel gewonnen oder verloren? Ich habe es schon wieder vergessen. Ist halt doof, wenn man immer das erste Spiel direkt aufnimmt. Ich glaube verloren, ne? Na gut. Gucken, wie es jetzt aussieht. Aber ich könnte ja auch meinen Helden. Na wohl, warte mal, ich mach's anders. So. 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 Sammelpunkt fest. So. Und so. Dann kümmern wir uns schon mal um die Energiepunkte. Es nervt mich halt, dass ich mich immer drum kümmern muss, ne? Ich habe so selten mal ein Team, wo sich jeder drum kümmert. Irgendwie bin ich immer das Opfer. Upgrade für erweiterte Energie. Das Geile ist, es ist ja wirklich die Energie dann fürs ganze Team, wenn man die Punkte eingenommen hat. Die hier, ne? Interessiert halt nur niemanden. Selbst ich, damals in Onyx, ne? Genauso wenig wie. Wo ich damals in Onyx eingerankt war, interessiert halt keine Sau, ne? Aber ich habe dadurch dann immer gewonnen. Weil es halt viel Energy, die man ja, von Anfang an schon mal hat. Das heißt, sehr viele Upgrades, die man von Anfang an schon mal draufhauen kann. Wir machen es mal anders. Mal hier gegen, so. Geschütz errichtet. Ach, der geht auf Push, der Rote. Warte mal. Nehmen wir schon mal hier ein. Das heißt, ich werde mit meinen Helden versuchen, so schnell wie möglich Harvester errichtet. Mit hier in die Mitte zu machen. Haben wir ihr Zweck. Als ob der jetzt seine. Hat der jetzt wirklich, der Hellblaue, seine Push-Einheiten geheilt? Ist der dumm, ey. Der heilt bitteschön seine Push-Einheiten. Harvester errichtet. Gib mir die Energy! Danke. Ah ne, ich hoffe, wir gewinnen jetzt nicht durch Pushen. Bitte nicht. Darauf habe ich wirklich gar keinen Bock. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Aber wir gewinnen scheinbar durch Pushen. Ich hasse Pushen, ich weiß nicht wieso. Ich mag das nie, ist voll langweilig. Gut, ich habe damals, habe ich auch öfters mal gepusht. Muss ich schon zugeben. Natürlich gewinnt man dadurch fast jedes Spiel. Wenn man weiß, wie man es macht. Aber es wurde mir sehr, sehr schnell sehr langweilig. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Begebe mich in Position. Upgrade für erweiterten Harvester. Oh, sein Held ist nur Level 1. Das ist schlecht. Werden ihre Überreste kaum finden können.
werde nichts sagen, aber ich glaube, das Spiel haben wir gewonnen. Ich habe ein paar der Schwächlinge. Ey, jetzt mal ohne Spaß, ich glaube, das Spiel haben wir gewonnen. Gebäude zerstört. Der Feind greift mich an. Anführerpunkt erhalten. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Sofort. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Halt, Rot ist so bescheuert, ne? Anstatt Rot einfach mal, ich verstehe das nicht. Wir sind, wir spielen ja in Dia 1 Niveau, also in Dia Niveau. Ich verstehe einfach nicht, dass man da keine Geschütze bauen kann. Das ist doch voll einfach. Einfach beschissene Geschütze bauen. Mehr ist es doch nicht. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Apex errichtet. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken. So. Also zum Beispiel bei mir haben die jetzt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Wenn die mich jetzt pushen würden. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Möge der Wind den Staub ihrer Knochen zerstreuen. Sofort. Weg frei für ein Aus. Befestigungslevel 2 erforscht. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Apex errichtet. So. Geil ist, ich glaube, Rot fliegt raus. Wenn er hier, okay, der wird hier oben bauen jetzt, ne? Sind in Gefahr. Rücke aus. Dann machen wir es anders und bauen wir jetzt hier. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ich diene nur Atriox. Upgrade abgeschlossen. Warte mal, wie hieß der? Mitch. Das Ungeziefer greift mich an. Eine Lieferung Frischfleisch. Gehen wir dir mal ein bisschen. Oh, fuck, oh. Ein feindliches Gebäude zerstört. Du das not. Logistik Level 1 erforscht. Zu Befehl. Sammelpunkt festgelegt. Unseren Helden hat's erwischt. Ist ja nicht so, dass ich den Helden eigentlich da rausgeschickt habe, ne? Der muss ja unbedingt noch Stress machen, der Typ. Manchmal hasse ich Menschen. Und Helden. Oh, komm, holen wir uns den Energiepunkt wieder. Ja, mein Guter, komm mal zu mir. Genau. Komm mal zu mir. Wieder von mir. Ach so, dass ich hier aufdecke oder was? Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Tu das not. Lokale Einheiten. Also mal gucken, dass der sich da oben wieder aufbauen kann. Oh oh. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Luftfahrzeug Level 2 erforscht. Oh oh. So. Unsere Basis wird angegriffen. Die Gegner haben ein Gebäude zerstört. Banshee ist bereit. Sammelpunkt festgelegt. Ich schwöre meine Treue. Die Base von denen ist weg. Das kriege ich nie gedeft, sorry. Problem ist, der Orangen ist, glaube ich, der Level 14er.
Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Außenposten. Oder der Orangene? Ja, der Level 16er. Lokale Einheit. Sieht man gar nicht an seinen Spielstil. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Lokale Einheiten. Ich werde von feindlichen Truppen angegriffen. Festungsupgrade abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Apex errichtet. Lokale Einheiten. Bunker-Upgrade abgeschlossen. So, wir bauen jetzt direkt mal hier einen Tarngenerator. Lokale Einheiten. Hier machen wir schon mal das. Unsere Gegner greifen mich an. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Wir gucken, dass ich mich jetzt hier irgendwie gedeckt bekomme hier oben. Also die Base jetzt erstmal hier oben dicht machen. Oh oh. Oh oh. Lange dauert das? 11 Sekunden noch. Ja, ich weiß, dass da welche kommen, Mann. Plasma-Torpedo auf zu Ping. Erforscht. Gut, dann machen wir heilen direkt mal. Upgrade abgeschlossen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheiten. Könnten wir noch gedeft bekommen. Alles gut. Könnten wir noch gedeft bekommen. Und du sollst in Ruhe bleiben, mein Bruder. Krieg mal nicht gedeft. Leg mich am Boden, sag jetzt nicht. Ach, Mann! Unsere Basis wird angegriffen. Geschütz errichtet. Harvester errichtet. Verpisst euch, Mann. Das ist meine Base. Ekligen. Ich müsste eigentlich auf Panzer wechseln. I know. Ich habe auch keinen Bock. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, die Base kriege ich nicht mehr gedeft. Ach, er leckt mich doch. Gestellt. Ich habe ein paar der Schwächlinge verloren. Ist halt, wir spielen halt gerade eher 2 gegen 3, ne? Der kann nix irgendwie. Wir haben selbst mit denen Handicap, ne? Das ist so traurig, dass wir zu dritt spielen, aber trotzdem Handicap haben. Ah ne, wollte ich schon gar nicht. Warte mal hier. Dann. Gut, dann bauen wir mal eine Gießerei. Aber wenn er jetzt auf Panzer geht. Upgrade abgeschlossen. Macht eine Rude. Okay, Panzerfahrzeugabwehr. Sehr gut. Ja, dann kann ich ja weiter auf Flug gehen. ich weiß, so Flug ist total langweilig. Aber ich muss dazu sagen, Flug ist halt gerade momentan non plus ultra, ne? Oh oh. Lokale weißt, was wir vorhaben. Sammelpunkt festgelegt. Oh oh. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Gießerei errichtet. Juckt aber auch orange null, ne? Das juckt orange nicht. Denkt sich so, warum? Verstärkungslevel 1 erforscht. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Anführer. Warte mal, eine Sache will ich mal kurz gucken. Verlieren einen Energieknoten an den Feind. Ah, oh, wir haben halt mit Orange so ein heftiges Handicap, ne? Ist bereit.
eines unserer Verbündeten wird angegriffen. Schon lange nicht mehr so einen schlechten Spieler im Team gehabt. Verstehe immer noch nicht, was solche Leute in Ranked machen, ne? Werde ich auch nie verstehen. Lokale Einheit. Anführerpunkt erhalten. Ich schwöre meine Treue. Gut, das heißt, wir machen mal hier einen Wegpunkt und wir gucken mal, dass wir hier heimlich eine Base wieder hochgehen. Und mit dem bleiben wir mal da, dass Rot seine Trade Base bekommt. So. Und Orange ist gerade mit seinem Bildschirm auf meiner Base. Seht ihr das? Hier. Ich wollte es euch gerade zeigen. Das sieht man unten auf meiner Minimap. Anführerfähigkeit bereit. Lokale Einheiten. Ich sehne mich nach einem neuen Ziel. Ich werde von feindlichen Truppen angegriffen. Banshee im Kriegsgebiet. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Okay, ich versuche jetzt hier die Base zu klauen. Die Base vor allem auch dicht zu machen. Einfach weil wir damit einen taktischen Punkt haben. Von hier aus. Ist halt so traurig, wir spielen 3 gegen 2, ne? Wir haben so zu kämpfen. Lokale Einheit. Wohl, warte mal, meine Helden würde ich gern. Jawohl. Ich doch, diene nur Atrios. Meinen Helden nehme ich mal mit. Ich habe den Feind entdeckt. Apex errichtet. Fahrzeug Level 2 erforscht. Dann. Und jetzt machen wir erstmal einen Schildgenerator. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Schildgenerator. So. Lokale Einheiten. Alles klar. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Lokale Einheit. Die haben richtig Bock, ne? Merkt das schon? Unsere Basis wird angegriffen. Das heißt, warte mal. Ich schicke dich mal hier durch. Die wollen ja hier eher mal eine Base hier finden haben. Okay, ich glaube, jetzt haben wir sie. Banshee wird von feindlichen Fahrzeugen bedrängt. Lokale Einheiten. Ja, okay, jetzt haben wir sie. Lokale Einheiten. Jetzt können wir durchpushen. Mann, ich wollte hier eigentlich Blisterbacks jetzt noch hinbauen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Unsere Gegner greifen. Harvester errichtet. Hör auf, deine Base unsichtbar zu machen, Kacklappen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. So, geschützt. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Ja, okay, das war's jetzt. Jetzt können wir durchpushen. Jetzt merkt man halt, dass wir mehr Einheiten haben, ne, mit Orange zusätzlich. Es wäre so traurig gewesen, wenn wir das jetzt verloren hätten, ne? Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Lokale Einheiten. Harvester. Aber wir müssen ja halt den Helo-Ring kaputt machen. Ne? Mein Meister hat's gesagt. Ich hab meinen Meister. Grüße ihn raus. Ich hab meinen Meister versprochen, dass ich für ihn in den Kuss ziehe. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ist er mit seinem Bildschirm auf der Base? Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Sammelpunkt festgelegt. Gießerei errichtet. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ihre Kameraden werden ihre Übergeschütze errichtet. Okay, verbessern.
Verbesserung. Ihr wagt es mich heraus. Lokale Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ihr werdet sterben, meine Freunde der Sonne. Festgelegt. Ihr werdet sterben, meine Freunde der Sonne. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheiten. Können eigentlich mal einen Tire-Heal einsetzen, ne? Ihr Warlord stellt keine Gefahr mehr. Okay, jetzt machen wir auch mal hoch. Lokale Einheiten. Also ich muss echt sagen, Respekt, ne? Also festgelegt. Der will sich halten, der Typ. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Lokale Einheiten. Rücke vor! Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Sammelpunkt festgelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich Angst, dass wir das doch nicht mehr schaffen, ne? Also die Angst war real. Unreal Engine 99. Apex errichtet. Trotzdem einfach mal die Base verbessern hier. Bunker-Upgrade abgeschlossen. Anführerfähigkeit bereit. Zu Befehl. Stehe und Geschütz verbessert. Typ. Geschütz verbessert. Lokale Einheiten. Geschütz verbessert. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Lokale Einheiten. Das sieht doch gut aus. Trotzdem nochmal, ich würde hier gerne einen Tarngenerator hinbauen. Lassen Sie mich bitte einen Tarngenerator hier hinbauen. Danke. Lokale Einheiten. Geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können definitiv Dativ Akkusativ diesmal nochmal Dings angucken. Ah, guck mal, die hatten auch ein Level 16er. So, mal gucken. Ich mach diesmal meine Facecam, ist diesmal weg. Was, ich habe nur 92 zerstörte Einheiten. Krass, aber Nachschub und Energie bin ich weit vorne, sehr weit vorne sogar. Guck mal, der Level 22, guck mal, die hatten sogar ein Level 22, ja gut, das war ein bisschen gemein. Okay, das ist wirklich ein bisschen gemein, das Matchup. Aber man muss halt wirklich dazu sagen, das Spiel spielt halt kaum jemand mehr online, was echt schade ist. Aber das haben die halt mit Halo Wars 2 ein bisschen verkackt. Ich hoffe, sollte Halo Wars 3 kommen, haben sie draus gelernt und gehen wieder zu den Wurzeln zurück. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.